Ich bin Georg Meckle, Philosoph, analytischer Philosoph. Meine Hauptgebiete sind Sprachphilosophie gewesen und die Anwendungen des Instrumentariums, das ich dabei gelernt habe, sprich Begriffsbestimmungen auch auf praktisch-ethische und das heißt auch auf politisch-öffentliche Fragen. Meine Grundthese ist der sogenannte kommunikative Primat von Sprache. Sprache mag viele Funktionen haben, aber Kommunikation ist die oder eine der wichtigsten. Über dieses Thema, was ist Kommunikation? Das war das Thema meiner Dissertation und die Anwendung dieser so entwickelten Kommunikationstheorie auf die Sprachtheorie oder die Semantik im engeren Sinne. Das war meine Habilitation. Meine Frage war eine ganz, ganz einfache. Sie hören einen Pfiff und die Frage ist, ja, pfeift der Pfeifende nur so vor sich hin oder ist dieser Pfiff ein Kommunikationsversuch? Das war die Frage meiner Dissertation. Ich hatte mich frühzeitig auch mit der Handlungstheorie von Georg Henrik von Richt beschäftigt. Und in dessen Handlungstheorie spielt der zentrale Begriff der Kommunikation die allergrößte Rolle, nämlich der Begriff des Verstehens. Was unterscheidet den bloß vor sich hin gemachten Pfiff von einem Pfiff, der ein Kommunikationsversuch ist? Und die simple Antwort ist der, ein Kommunikationsversuch zielt darauf ab, vom Adressaten nicht nur als Pfiff, sondern als ein zu verstehender Pfiff, als Kommunikationsversuch, zu verstehender Pfiff, verstanden zu werden. Also erste Frage ist, was heißt es etwas tun? Was heißt es mit dem Tun etwas zu beabsichtigen? Und drittens, was heißt es insbesondere nicht nur etwas zu beabsichtigen, sondern das Eintreten eines Verstehens auf Seiten des Adressaten zu beabsichtigen? Die Differenzia Spezifica von kommunikativem Handeln gegenüber anderem intentionalen Handeln ausmacht, ist, dass dieses primäre Ziel, wie wir technisch jetzt sagen, dass der andere zu einem Glauben kommen soll, erreichen soll über das mich so verständlich gemacht haben. Es ist der Weg, der die Kommunikation ausmacht, nicht allein das primäre Ziel, weil das kann ich auf unterschiedliche Weise erreichen. Nämlich, dass der andere glaubt, ich bin da, aber zu diesem Glauben kann ich ihn auch ohne Kommunikation bringen, indem ich einfach auftauche und ich weiß, er sieht mich, ohne dass ich ihm das mitteilen möchte. Also wenn wir Informationshandlungen betrachten, sind das Handlungen, die sich von anderen Typen von Kommunikationsversuchen dadurch unterscheiden, dass ihr primäres Ziel das ist, dass der Sprecher darauf abzielt, dass der Adressat jetzt nicht nur versteht, dass es ein Kommunikationsversuch ist, sondern auch weiß, was der Kommunikationsversuch soll, warum der Sprecher den macht. Der Pfiff könnte es heißen, hi, ich bin da. Ja, dann ist hi, ich bin da etwas, was der Adressat erkennen soll. Nicht nur, dass er erkennen soll, ich will, dass er das versteht, dazu muss er auch erkennen, was der soll. Die Leute, die sich mit dieser Fragestellung überhaupt beschäftigt hatten, sind mehr oder weniger analytische Philosophen gewesen. Und jeder analytische Philosoph hat in seinem Einführungskurs ein bisschen Logik mitgebracht und ein bisschen Definitionstheorie auch damit mitgekriegt. Und dort wird völlig korrekt gelehrt, vermeide zirkuläre Definitionen. Und genau diesem in der Regel sehr berechtigten Kritikpunkt ist eine nähere Beschäftigung mit diesem Greischen Ansatz zum Opfer gefallen. Mein Glück war, dass ich mich um diese absolute Lehre der Definitionstheorie nicht am Anfang nicht kümmerte. Und zwar mit voller Unterstützung durch meinen Lehrer Franz Kutscherer, weil er sagte, nee, natürlich ist das als Definition unbrauchbar, es ist zirkulär. Aber wir haben was viel Wichtigeres als eine Definition, ein Adäquatheitskriterium. Damit eine Definition von Kommunikation etwas taugt, muss sie genau dieses eben formulierte Adäquatheitskriterium erfüllen.
Kommunikation ist etwas, was auf ein Verstandenwerden als Kommunikation, da wiederholt sich das, Kommunikation kommt sowohl im Definiendum als auch im Definierens vor. Aber genau das muss ein Theorem deiner Definition sein. Wie kommt man von diesem Greischen Intentionalismus zu einer Bedeutungsbestimmung, die nicht jetzt nur für konkrete Handlungen gilt, sondern, und das ist der große Sprung, zu Handlungstypen kommt? Ja, und da ist der erste Schritt der, dass man sagt, ganz einfach, Regularität. Wenn es immer so ist, dass derjenige in einer bestimmten Situation, der pfeift, damit, hey, ich bin da, signalisiert, dann würde man sagen, die Handlungsweise hat als solche eine Bedeutung. Wir sprechen jetzt nur von der performativen Seite. Von Ausdrücken haben wir bisher noch gar nicht gesprochen. Nur von Handlungsweisen und von konkreten Handlungen. Aber wenn wir von Sprache sprechen, sprechen wir ja von Ausdrücken. Ausdrücke sind nichts anderes als Produkte von Äußerungshandlungen, wobei der primäre Bedeutungsaspekt der auf der Handlungsseite liegt. Deshalb heißt meine Semantik auch handlungstheoretische Semantik, nicht Ausdruckssemantik. Aber die Aufgabe besteht dann darin, auch noch den Schritt von den Äußerungen als Typen zu der Bedeutung von den geäußerten Produkten, sprich insbesondere den sprachlichen Zeichen zu kriegen. Sind die unstrukturiert, wie zum Beispiel der Pfiff oder die einfache Geste oder das Hissen einer Flagge, wie kommt man von diesem performativen Aspekt, der übertragbar ist bei nicht strukturierten Ausdrücken, zu einer Bedeutungstheorie strukturierter, insbesondere syntaktisch, grammatikalisch richtiger, strukturierter Ausdrücke. David Lewis hat in seiner Pionierarbeit Konventionen, die Grundgedanken für das geliefert und dabei den wesentlichen Unterschied auch betont zwischen bloßen Regularitäten, die ja vielleicht Häufigkeiten auch nur sind, und Konventionen im engeren Sinne. Bedeutung muss, damit sie funktioniert über längere Zeiten hinweg, muss stabil bleiben. Und Regularitäten kann man erklären über erstens, immer in bestimmten Situationen macht jemand so und so etwas. Plus, das ist auch sogenanntes gemeinsames Wissen. Wenn Sie und ich uns verständigen wollen, reicht es, wenn wir beide wissen, wenn ich das und das mache, meine ich damit das und das. Das reicht und damit haben wir sozusagen eine Regularität installiert, die alle möglichen schärferen Kriterien auch noch für Bedeutung erfüllen mag, aber eines nicht notwendigerweise stabil ist. Weil gemeinsames Wissen ist nicht hinreichend dafür. Es muss, damit die Sache stabil ist, auch etwas hinzukommen, was bisher völlig fehlte, nämlich gemeinsame Interessen. Ja, Idealisierung in diesem Fall ist, dass Sprecher und Hörer beide in Interesse daran haben, dass der Adressat nur dann zu einem bestimmten Glauben, dass P kommt, wenn P tatsächlich der Fall ist. Kurz und gut, sie schließen aus, dass der Sprecher nur aus Täuschungsgründen kommuniziert und sich auch selbst über das Vorliegen von dem Sachverhalt, um dessen Mitteilung es geht, irrt. Noam Chomsky, der eines meiner großen Vorbilder auf diesem Gebiet auch ist, ganz klar gesagt hatte, nämlich, es gibt eine Art semantische Kriegsführung. Und das, würde ich sagen, ist so einer meiner Schwerpunkte in dieser angewandten Ethik geworden, dass ich sage, wo sind die parallelen Löcher der semantischen Kriegsführung? Das erste Thema war Ethik der nuklearen Abschreckung. Der zentrale Begriff der nuklearen Abschreckungsstrategie damals war Begriff MAD, Mutual Assured Destruction. Also MAD heißt natürlich zugleich verrückt. Ja? Und diese Theorie, die war, glaube ich, wirklich auch verrückt. Ja? Was man dann auch zeigen kann, glaube ich. Man muss, um den Atomkrieg zu verhindern, zum Atomkrieg mit Zweitschlägen bereit sein,
damit man ihn verhindert. Es ist angewandte Spieltheorie im Grunde. Was unterstellt ist, ist die Intention des Gegners, so als wäre die unhinterfragte Tatsache. Nämlich, wenn wir diese Mähstrategie nicht installiert hätten, hätte die Sowjetunion Westeuropa angegriffen. Es ist nicht dadurch verifiziert, dass man sagt, ja, sie haben nicht angegriffen, sondern es ist nur verifiziert, wenn man unterschreibt, aber ohne diese Strategie hätten sie angegriffen. Aber für mich war das sozusagen ein Argumentationsfehlschluss, bei dem ich merkte, fast jeder macht ihn, aber fast keiner merkt ihn. Terrorismus von Anfang an war klar, das ist der große Kampfbegriff der nächsten Jahrzehnte. Als Bush verkündet hat, jetzt sind wir im Krieg. Ja, mit welcher Rechtfertigung? Ja, Krieg, wir müssen den Terror bekämpfen. Damit Hiroshima vergessen und so weiter. Ja, also was viel Größeres war. Aber seitdem sind wir alle sozusagen vertraut mit dem, was man ja Krieg gegen den Terror oder Krieg gegen den Terrorismus nennt. In der ersten Ausgabe, die die Zeit nach 9/11 gebracht hatte, auf einer Seite standen zwei Sätze. Satz 1, man kann Terrorismus nur mit Terrorismus bekämpfen. Satz 2, wir müssen den Terrorismus weltweit bekämpfen. Was folgt aus beiden Sätzen? Wenn wir Terroristen nur dadurch bekämpfen können, dass wir selbst Terroristen werden. Ja, das ist es. Wir müssen selbst zu Terroristen werden, um Terroristen bekämpfen zu können. Bekämpfe dich selbst, heißt es dann letztlich auch. Ja. Wenn es um solche heißen Begriffe geht, muss man sich wahnsinnig zwingen, tatsächlich jetzt nicht selbst den Schritt gleich zur Bewertung mitzumachen, sondern das tun, was fast nur Analytiker können, nämlich die Beschreibung oder die Begriffsanalyse zu trennen zwischen der emotional aufgeladenen politischen Verurteilung. Terroranschlag. Klar, wir sind involviert und haben unser Urteil. Schrecklich, natürlich, richtig. Oder wir haben den jetzigen Jemenkrieg, womit ich am meisten deshalb gefühlsmäßig auch stark engagiert bin, weil ich dieses Land liebe, ich Menschen dort liebe, meine Frau ein Teil dieses Landes ist. Ich spreche gar nicht mehr von terroristischem Akt, weil der Begriff, weil allein das Wort Terrorismus so hochgeladen mit Wertung ist, dass wir es gar nicht schaffen, auf Distanz zu gehen. Ich sage ab jetzt für einen terroristischen Akt minus dessen Bewertung, T-Akt. Weil ich so an Wertfragen interessiert bin, muss ich mich zwingen können, von Wertfragen zunächst abzusehen und zu sagen, was ist der deskriptive Kern eines T-Aktes. Wenn wir nicht jetzt nur einen einzelnen Täter oder wenn wir nicht nur beliebig moralisch werten wollen, dann muss die Sache an bestimmten Eigenschaften dieses T-Aktes liegen und die möchte ich mit meiner Diskussion eruieren. Warum ist ein T-Akt ein terroristischer und damit verurteilbarer Akt? Nicht einfach nur, weil er Gewalt ausübt, dann dürfte kein Gewaltakt rechtfertigbar sein. Das gibt's nicht. Polizei ist in gewissen Fällen zur Anwendung von Gewalt berechtigt. T-Akt ist ein instrumentelles Handeln, das wir in vielen Kontexten kennen. Einsatz von Gewalt als Mittel zum Zweck zur Erzeugung von Terror. Und Terror wiederum als Mittel zum Zweck zur Erzeugung von weiteren Zielen, die man glaubt, ohne diesen Einsatz von Terror nicht erreichen zu können. Was sind die Prinzipien, die ich jetzt brauche, um diese T-Akt-Theorie zu kriegen? Und konnte es nicht fassen, wie ich mit einem Schlag entdeckte, ich habe die schon längst, weil die Logik der T-Akte genau die gleiche Logik ist, die die Logik der Abschreckung darstellt. Mit einem kleinen Unterschied. Abschreckungsversuche sind Versuche,
mit Androhung von Gewalt etwas zu verhindern, was ohne den Abschreckungsversuch aus Sicht des abzuschrecken Versuchenden stattfinden würde, während T-Akte genau das Spiegelbild sind, nämlich mit dem Einsatz von Gewalt und dem Einsatz von Terror Ziele zu erreichen, die sie aus ihrer Sicht ohne diesen Einsatz nicht erreichen würde. Ne? Also er soll etwas tun, was er sonst nicht täte, versus er soll etwas nicht tun, was er sonst täte. Und da dachte ich, Mensch, also wenn selbst jetzt jemand, der sich jahrelang mit diesen Dingen beschäftigt, so lange braucht, um das zu merken, wie soll man dann sozusagen unserer Öffentlichkeit vorwerfen, dass sie auf das eine reinfällt und das andere verurteilt? Und es gibt Erklärungen von Seiten der UNO, wonach allein die Debatte über mögliche Rechtfertigbarkeit von Terrorismus etwas jemanden, der das tut, als Terroristen klassifiziert. Was heißt, ich musste meinen Studenten sagen, damit, dass ihr jetzt an meinem Seminar mitmacht, könnte jemand, der von Seiten der UNO kommt, uns mit Rückgriff auf UNO-Erlasse als zu rechtfertigt, gerechtfertigt aus der Sicht von diesem Erlass als Terroristen bezeichnen. Das muss man sich vor Augen halten, dass jemand, der diese Debatte führt, nach UNO-Vorgabe als potenzieller Terrorist gilt. Und da hätte ich jetzt noch viel zu sagen. Also für mich sind die größten Terroristen nicht diejenigen, an die man als erstes denkt, sondern sind im Wesentlichen auch Staaten. Der Terrorismusbegriff wird in der Regel nur angewandt auf nichtstaatliche Organisationen oder wenn auf Staaten, dann auf Schurkenstaaten, also sprich nie auf den eigenen Staat. Ne? Und das ist schon eine Denkbeschränkung, die ein analytischer Philosoph nicht akzeptieren kann. Aber man muss es am Verbrechen festmachen und nicht am Täter. Und da ist es nicht akzeptierbar, dass man staatliche Akteure oder Staaten als Akteure von vornherein begrifflich ausschließt. Und da würde ich sagen, das ist auch ein Merkmal der analytischen Philosophie, dass diejenigen, die diese Begriffsstrategie mühsam, es ist nicht leicht, mühsam erlernt haben, das vielleicht auch am ehesten können. Irrationalitäten in der Realität sind immer da, ne? Was aber nicht gegen das rationale Rekonstruktionsmodell spricht. Ich sehe den Vorteil der rationalen Rekonstruktion genau darin, dass man lokalisieren kann, welche Lücken oder welche schwarzen Löcher in der Theorie da sind, die dann politisch nutzbar sind. Wenn ich noch Zeit hätte in der Philosophie zu machen, ist ja was ganz Traditionelles. Die Theorie des kommunikativen Handelns, die ist eine Theorie, die nicht mit meinem Namen in Verbindung ist. Das ist Habermas. Ja. Und da verknüpft sich jetzt wiederum sozusagen, dass ich ein gewisses Faible für die kritische Theorie habe. Ich auch ein gewisses Faible für Habermasche Positionen habe. Wie sähe da aus, wenn wir mit diesem Hintergrund, mit unserem analytischen Hintergrund, die Spreu vom Weizen auch bei Habermas zu trennen versuchten. Genau über dieses Thema Kommunikation mit Habermas. Was mich an weiteren Fragen noch interessieren würde, wäre jetzt zum Beispiel der Begriff, der auch auf mich angewandt mir die größten Probleme auch mit mir selbst gemacht hat, indem ich als Antisemit bezeichnet worden bin. Und zwar im Kontext der Frage über das Verhältnis Deutschland, Israel, Palästina. Ja, ich hatte Noam Chomsky in meine Ringvorlesung Deutschland, Israel, Palästina nach Leipzig eingeladen gehabt. Es war die größte Veranstaltung, bei diesem Namen kein Wunder. Ich hatte das Gewandhaus privat auf die Schnelle gemietet, weil die Universität mit ihren Gremien wäre gar nicht hinterhergekommen, das so schnell zu bringen, wie es nötig war. Hunderte von potenziellen Hörern standen auf der Straße, konnten nicht rein. Aber die Tatsache, dass ich ihn eingeladen hatte, machte mich bei einigen Gruppen zum Antisemiten. Aufgrund unserer eigenen Geschichte trifft natürlich der Vorwurf, dass jemand Antisemit sei,
den Getroffenen damit besonders hart. Ja. Egal, ob was an diesem Vorwurf dran ist, es bleibt an dem, dem dieser Vorwurf gemacht wird, immer was dran. Ja. Gerade deshalb, weil der Antisemitismus die schlimmste Form von Verbrechen ist, die man auf Menschheitsebene sich denken kann. Und daraufhin natürlich hatte ich mir dann vorgenommen, ja, wann wäre ich Antisemit? Habt auch versucht, das zu klären, indem ich den Begriff des Antisemitismus so einfach wie möglich zu erklären versuchte. Antisemit ist, wer einen Juden deshalb weniger gelten lässt, weil er Jude ist. Punkt. Das ist ein spezieller Fall einer Diskriminierung. Antisemitismus, Verbot, resultiert aus einem generellen Diskriminierungsverbot. Und der strittigste Punkt in diesem Kontext ist, ja, wie jeder weiß, natürlich der Abgrenzung zwischen Antizionismus und Antisemitismus. Aber klar ist, Antizionismus ist zunächst mal nicht identisch mit Antisemitismus. Dan Bar-On war ein israelischer Psychiater, der als erstes Gespräche zwischen Täterkindern und Opferkindern in Deutschland ermöglicht hat. Und das dann übertragen hat auf Täterkinder in Palästina, Opferkinder in Palästina und auch auf israelischer Seite. Als ich ihn am Flughafen in Leipzig abholte, wir haben uns sofort verstanden und er sagte, Georg, ich bin vor dir gewarnt worden. Du seist Antisemit. Und dann lachte er und sagte, aber in diesem Sinne bin ich auch einer. Aber es ist auch klar, dass es natürlich eine versteckte Form von Antisemitismus geben kann, die unter dem Deckmantel vom Antizionismus läuft. Aber den muss man dann als solches benennen können und sagen, was die Deckmantelfunktion dann ist und die muss überprüfbar sein. Philosophie in dieser Rolle ist klar. Sollen ihrem Geschäft, also wir als analytische Philosophen, sollen unserem analytischen Geschäft nachgehen. In meiner Rede hatte ich bisher keinen einzigen Punkt inhaltliche Ethik gebracht, immer nur das Vorfeld. Aber wie sich zeigt, allein schon in diesem Vorfeld gibt es so viel semantische Umweltverschmutzung, ist ein Begriff von Stegmüller, der durchaus sich auch politisch ab und zu mal geäußert hat, zum Beispiel in der Nachrüstungsdebatte. Man achtet nicht darauf, wie man spricht. Und da würde ich sagen, das ist, was analytische Philosophie angeht, oberste Maxime, versuche etwas beizutragen. Also wir können uns nie anmaßen, diese Umweltverschmutzung total zu beseitigen. Sie ist ja auch eine zum Teil mit Absicht produzierte oder jedenfalls multiplizierte. Also ich glaube, dass viele Kollegen, die nicht wirklich Erfahrungen damit gesammelt haben, mit sowas, sich die Argumentation in der Öffentlichkeit so leicht vorstellen.